Und das ist Judo in Istanbul. Es sind heute die Judo-Europameisterschaften zu Ende gegangen. Für Österreich gab es eine Goldmedaille durch Sabrina Filzmoser. Eine doch sicherlich, und das kann man sagen, eine sehr emotionale Medaille für die Oberösterreicherin. Es ist ein emotionaler Hochseilgarten, ein Gang von einem Extrem ins andere. Dem selbstgewählten und rätselhaften Tod ihrer Freundin und Wegbegleiterin Claudia Heil folgt ihr sportlich wohl wichtigster Erfolg, mitten aus dem emotionalen Tiefpunkt. Zwei Tage nach Heils Begräbnis schlägt sie im Finale bis 57 Kilogramm die dreifache Europameisterin und Vize-Weltmeisterin Thelma Monteiro. Ihren Weg zur Weltspitze hat sich die gebürtige Welserin selbst nicht leicht gemacht. Judo verlangt neben unzähligen körperlichen und mentalen Komponenten vor allem Disziplin. Von früh an ist Sabrina und ihre Schwester Lisa durch die Eltern mit Sport konfrontiert. Alles, was sie macht, wird konsequent durchgezogen, sei es die HTL für Maschinenbau, der Flugpilotenschein oder das Studium der Japanologie. Sie liebt das Land der aufgehenden Sonne und den Respekt, den die Japaner leben. All das und der Verzicht auf viele Dinge bringen ihr 6 Militärweltmeistertitel, 7 EM-Medaillen, 2-mal WM-Bronze und die Nummer 1 der Weltrangliste. 2008 gilt sie nach ihrem ersten EM-Titel in Lissabon für die Olympischen Spiele in Peking als Mitfavoritin auf Gold. Dort kommt aber schon in Runde 1 das Aus. Es ist für mich sicher die größte Niederlage in meinem ganzen Leben. Ich habe alles daran gesetzt, dass ich da heute an dem Tag in der besten Verfassung meines Lebens bin. So war es auch, aber das tut mir leid. Doch mit ihrer gelebten Disziplin und Inspiration überwindet sie alle Enttäuschungen und hat vor allem in den letzten Tagen die Wertigkeiten im Leben neu geordnet. Sie hat bis heute in Istanbul ihren Kollegen die Daumen gehalten, ist erst heute aus Istanbul zurückgekehrt, aber jetzt ist sie bereits bei uns. Wir begrüßen Sabrina Filzmoser. Hallo, danke fürs Kommen, bitteschön. Mit der Goldmedaille in der Hand, vielleicht können wir die mal herzeigen, ist ganz schön groß ausgefallen, ja. Groß und schwer. Die zweite Goldmedaille, Sie waren ja schon 2008 Europameisterin, aber wie wir jetzt schon in diesem Beitrag auch anklingen lassen haben, am Dienstag noch das Begräbnis Ihrer langjährigen Kollegin, Freundin, Zimmerkollegin von Claudia Heil und am Donnerstag diese Goldmedaille. Das muss ja ein emotionales Wellental wirklich für Sie gewesen sein. Woher haben Sie die Kraft genommen, um das alles zu bewältigen? Ja, ich glaube, es war ganz bestimmt sehr schwierig, nicht nur für mich, sondern für das ganze Team. Wir haben das im Vorhinein bei der Vorbereitung auch sehr gespürt. Es hat uns emotional sehr mitgenommen. Aber wir haben viel darüber gesprochen, wir haben viel gemeinsam geredet und die Trainer haben uns voll unterstützt und auch der Verband, die haben uns freigestellt, ob wir zum Begräbnis gehen wollen oder nicht, eben weil es 2 Tage vor dem Wettkampf ist, und haben uns dann die Möglichkeit gegeben, dass wir eben Abschied nehmen können von der Claudia und dann am Abend erst in den Flieger steigen und nach Istanbul fliegen. Und das war sehr, sehr wichtig für uns, weil wir wollten das so machen und haben damit einen Abschied gehabt und haben uns auf die Kämpfe konzentrieren können. Sie haben ja schon vorher gesagt, wenn ich eine Medaille gewinne, dann widme ich die der Claudia. Hat das vielleicht da zusätzliche Kräfte auch mobilisiert? Ja, auf jeden Fall. Also das hat mir sehr viel gegeben, schon im Vorhinein, weil ich gewusst habe, es ist ein Ansporn und eine irrsinnige Motivation. Der Claudia hätte es bestimmt sehr gefallen, wenn ich eine Medaille mache oder wer auch immer. Und sie hat auf jeden Fall runtergeschaut während der Europameisterschaft, bin mir ganz sicher. Sie haben dann auch raufgeschaut, wir haben da ein Bild nach Ihrem Triumph. Woran haben Sie da gedacht? Ja, das war sofort, also das ist der Kampf war vorbei und ich habe gewusst, das ist die Goldene für die Claudia und deswegen habe ich auch in Himmel gesagt. Also. Das hat gut gepasst. Sie haben noch am Vortag vor Ihrem Freitod mit ihr telefoniert. Haben Sie jetzt schon vielleicht irgendeine Erklärung, was Sie dazu getrieben haben könnte? Nein, ich glaube, das bleibt für uns alle sehr rätselhaft. Also ich will da auch nicht irgendwie Erklärungen abgeben. Ich habe für mich selber Antworten gefunden und ich muss das einfach so akzeptieren, genauso wie Ihre Eltern, Ihr Trainer, Ihre Familie, Ihre Freunde. Es ist ein ganz schwieriger Prozess, der sicher sehr, sehr lang dauern wird. Für mich ist es jetzt definitiv noch,
nach dem Begräbnis und nach der Europameisterschaft ein bisschen leichter, weil ich weiß, ich habe sozusagen mit ihr meinen Frieden gefunden und habe innere Ruhe und eine ziemliche Ausgeglichenheit wieder gefunden, die ich vorher, bevor das Begräbnis war, eigentlich gar nicht gehabt habe. Mhm. Wollen wir natürlich nicht nur über die Claudia sprechen, sondern natürlich auch über Sie, über Ihre Karriere, über Ihre Erfolge. Erst im Jänner hatten Sie einen Mittelhandknochenbruch. Das ist wahrscheinlich gerade für einen Judokämpfer ungefähr so ähnlich wie für einen Fußball-Mittelfußknochenbruch. Also sehr schlimm. Wieso ist die Heilung so schnell vonstatten gegangen? Ja, es war eigentlich gar nicht so schnell, weil eigentlich passiert es im November schon, aber es ist nicht genau erkannt worden. Und erst wie das dann ziemlich angeschwollen ist auf dem Trainingslager in Japan, haben wir gesagt, nein, wir brechen frühzeitig auf und fliegen zurück und schauen das mit Magnetresonanz an, und da hat man es dann erst erkannt. Mhm. Das Ganze hat aber natürlich auch so seine positive Seite gehabt, weil ich habe durch das keine Turniere im Frühjahr kämpfen können und habe Substanz dankt, neue Energie und Kraft geholt. Und hab dafür dann übertrainiert waren Sie nicht, auf gut Deutsch. Ja, ich glaube, das Training hat echt gut funktioniert und gut angesprochen, aber ich habe eben nicht irgendwie Gewicht machen müssen, öfters durch mehrere Turniere, durch Substanz verloren, sondern habe mich speziell auf die EM eben vorbereiten können. Sie haben auch schon gewusst, Sie gelten als zumindest einer der Mitfavoriten dann in Istanbul. Ja, das war schon so im Vorfeld. Das ist eigentlich immer, oder, bei großen Titelkämpfen? Bei einer Europameisterschaft habe ich schon ein paar Medaillen geholt. Also, zähle ich immer ein bisschen dazu zum Medaillen-Favoritenkandidat, aber das ist eben bei jedem Wettkampf neu. Das ist egal, ob das ein EM, ein Weltcup oder irgendein anderes Turnier ist. Jeder Kampf ist neu und jeder große Wettkampf bringt wieder die gleichen üblichen Verdächtigen, und jeder ist an dem Tag anders drauf, und deswegen sind auch die Kämpfe so verschieden. Heuer steht auch noch eine Weltmeisterschaft auf dem Programm in Paris. Da haben Sie bereits zweimal Bronze geholt bei einer WM. Was ist denn da drinnen? Ja, Paris ist ganz was Besonderes. Also Paris-Bercy, das hat für mich einen ganz großen Stellenwert, weil ich da schon zweimal das große Turnier gewonnen habe. Aber es ist auch für andere Sportler und andere Sportarten wirklich ein ganz was Besonderes, aus dem Grund, weil die Halle so gebaut ist, dass das ausschaut, als wie wenn du in einem Hexenkessel kämpfst. Und das fanatische französische Publikum trägt natürlich da ein Scheufall bei, dass Bombenstimmung ist. Also die kennen sich wirklich aus, und bei jeder Aktion, bei jedem Wurf geht das ganze Publikum mit, und deswegen ist das echt nur zum Empfehlen, dass man sich das selber anschaut. Und ich kann mir vorstellen, dann das nächste große Ziel, dann vermutlich die Olympischen Spiele in London. Auch da haben wir jetzt erst den Beitrag gesehen, haben Sie auch noch ein bisschen Rechnung offen mit Olympia. Ja, London ist ein großes Ziel von mir, auf jeden Fall. Die Olympia-Qualifikation ist jetzt schon losgegangen. Also in zwei Wochen starten die ersten Turniere, die wirklich zu 100% zählen. Und unsere ganze Mannschaft, die ja jetzt auch sehr erfolgreich war bei der EM mit einem dritten Platz, einem fünften Platz, schaut gut aus. Es sind alle auf einem sehr guten Weg und sehr motiviert, dass wir dann eine große Mannschaft für London zusammen. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute. Letzte Frage. Sie sind, wie gesagt, erst jetzt heute aus Istanbul zurückgekommen. Noch ein bisschen jetzt Osterfeiern zu Hause? Ja, vielleicht der Osterhase wird schon warten daheim, aber das viel darf ich natürlich auch nicht, weil in zwei Wochen eben der Grand Prix in Baku über die Bühne geht. Und ja, ein bisschen Schoko genießen, das schaut nicht. Danke vielmals für den Besuch und nochmals herzlichen Glückwunsch zur Goldmedaille.